Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Und ja, willkommen zu Terminator zurück. Willkommen zum Widerstand. Oder beim Widerstand. Und ja. Das ist Jennifer. Oh, thank God, you're finally here. How did it go? Did you find the soldiers? I did. I helped them escape from that hospital. You don't give up on your people, do you? I like that. So what now? They're supposed to come for me soon. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them? I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Go talk to her. She won't admit it, but she was just as worried as I was. Puh. Jennifers Geschichte wollen wir auf jeden Fall hören, oder? Do you need help with anything? Is that your best pickup line? Sorry, that was a bad joke. I tend to do that when I'm stressed. I think I got it from my dad. Better that than his mustache, right? Oh, I'm sorry, don't mind me. Anscheinend standet ihr euch nah. Seems you were very close. As close as could be. He taught me everything I know. Sometimes without me even knowing. This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, "Welcome," on the side of our house in Pasadena. So he said, "I bet you can't spell that." And of course I had to prove him wrong. Believe me, now I know how stupid that was. Überhaupt nicht clever. Nee, warte mal, was? Überhaupt nicht, das war sehr clever. Ups, ja. Not at all. That was very clever. Yeah. He was always full of bright ideas. Thanks for trying to make me feel better. After Judgment Day, my dad turned our house into a safe haven. A home for everyone who'd lost theirs. We were like a family with an endless supply of uncles and aunts. I guess my father wanted to help with the war. We never really used guns. So the only thing we could do was to help others in need. Ja, ich nehme das untere. Obwohl moralisch wahrscheinlich oben das obere besser ist. Ach komm, wir nehmen das obere. Sieht so aus, als hätte er vielen geholfen. Seems like he helped a lot of people. He did. Right till the very end. Anyway, it was actually really cool. Everybody loved him and he loved having them around. I think it's because he always had a brand new audience to listen to his bad jokes. He had this really terrible one. He'd walk into the room and ask if anyone had seen his remote because his team was playing. They always laughed at it. I'll never understand why. Tja, klingt wie der Meister der Vaterwitze. Sounds like a champion of dad jokes. He may have coined the term. I was begging for him not to find a whoopee cushion on a scavenger hunt. He'd literally get a heart attack from the excitement. Look at me yapping. I'm sorry, you probably have enough on your plate. Anyway, thanks. It's really nice to have someone to talk to. Mhm. Jennifer gefiel das. Das ist schön. Ach, ich sehe gerade, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Den wir noch, ja, wo packen wir den rein? Rucksack wäre nicht verkehrt. Schlösser knacken, herstellen. Hacken, 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 hacken. Allein das mit dem Wachtürmen, das war nicht uninteressant, was wir da gemacht haben. Haben wir überhaupt noch irgendwie Kram, der weg muss? Hm. Schöne Waffe. Schöne, schöne Waffe. Warum habe ich die nicht eingesetzt? Ja, die Uzi kann weg. Deine Waffenfertigkeit. Scheiße, das hätten wir... Ah! Dafür hätte ich den Punkt gebraucht. Verdammt! Die Waffe werden wir bestimmt nochmal finden, oder? Na egal. Reden wir erstmal mit... Dich. Dir, ja. No need to worry. I'm fine.
Who said I was worried? I've been thinking a lot about it, and if I can, I've decided to join the Resistance. I'll do more good there than here. I'm glad to hear that. I just hope you're better supplied over there than we are. Speaking of which, I see you've got those antibiotics I asked for. Good. Now I can call Ryan off. I asked him if he brought a shovel with him. If you think that was too morbid, he said that after Judgment Day, digging graves was one of the few things he actually got better at. Ja, Gastfreundlichkeit abgeschlossen. Neuer Fertigkeitspunkt. Wahrscheinlich Waffen, oder? Was muss ich denn lernen, um diese verfickte Waffe zu benutzen? Ah. Waffen brauche ich. Scheiße. Das ist erst bei Stufe 3. Aber ich will die benutzen. Ich will die benutzen. Verdammt. Dann müssen wir noch ein paar Punkte in den Sturm. Denkanstoß. Die Welt vor dem Tag des jüngsten Gerichts war ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Jennifer gibt mir Nachhilfe in Mathe. Mit allem, was herumliegt, die Altmetall und chemischen Bestandteilen. Ich habe jedoch ein altes Buch gefunden und es scheint, als ob die Menschen in der Vergangenheit Nahrungsmittel verwendeten, um Mathe zu lernen. Da steht dieser Kerl, Mike, wollte 30 Wassermelonen kaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Wassermelone gesehen. Doch sie sieht wirklich gut aus. Irgendwie hatte er aber nur Geld für 28. Was aber noch viel ist, da war auch dieses Mädchen, ich habe ihren Namen vergessen, doch sie hatte irgendwie 10 Schokoriegel und hat davon 4 gegessen. Und sie hat immer noch 6 Schokoriegel für später. Kannst du dir das vorstellen, so viel Essen zu haben? Mathe-Probleme aus der Vergangenheit machen mich hungrig. Das ist der beste Zettel, den wir bisher gefunden haben. Denkanstoß. Das ist wirklich... Ja, für jemanden, der kaum was zu essen hat, ist da... Willst du Mathematik machen oder musst du Mathe machen? Dann musst du leider den Leuten beim Essen zugucken. Das ist ja ganz schön frech. Naja. Nutzen wir mal die Werkbank. Müssen wir ein bisschen Loot hier Teile wegkriegen. Munition. Wir haben eigentlich schon so ein Arsch voll. Aber wir machen schon mal Plasmawaffen. Wir können mal hier Plasma-Munition herstellen. Alles, zack, gib mir Plasma. So, Medikits. Was soll der Geiz? Hau raus. Dietrich, zack. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz? 2 Slots. Ein, wenn wir die Uzi wegkriegen. Oh, was machen wir mit dem Chips? Die sehe ich jetzt zum ersten Mal. Scheiße. Alter, das Spiel erzählt nicht immer was, ne? Das ist ja... Muss ich da irgendwie... Kann ich da was hier draufstecken? Oder wie läuft das ab, der Käse hier? Gegenstand fallen lassen oder muss ich das? Da stand es, glaube ich, gerade was. Was kann ich mit diesen Gegenständen machen mit dem Chips? Erhöht Schaden, Skynet Chips. Ja. Muss ich die irgendwie draufziehen? Oder ist das nur für diese Laserwaffen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht, wenn für die Laserwaffen ist. Ich teste es trotzdem. Aber nicht. Hm. Vielleicht kommt das ja noch.
Ja, dann haben wir ja ganz viel gemacht und dass wir gehen jetzt das allererste Mal schlafen. Da ruhen wir uns doch mal aus. Oh, da liegt eine Steckdose. Ah, ich hasse diese amerikanischen Steckdosen. Einige Tage später. Er erwachte. Come upstairs, someone here to see you. Sprich mit dem Aufklärer des Widerstands. Da-da-dam-da-dam. Ich will diese Laserwaffe benutzen, verfickte Kacke, Mann. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Gib mir deine Waffe. Du brauchst sie nicht. Sieht gut aus, will ich haben. Kriege ich die auch? Private Rivers. Yes, sir. I've got a message from South Division's Field Commander Barron. She's agreed to meet with you. She set up a rendezvous point at the unfinished metro station. You'll need to enter the canal system under the bridge. The meeting's supposed to take place tomorrow, so I suggest moving out soon. Understood. And, Rivers, because of what you did for our guys at that hospital, I'll give you a heads up about Commander Barron. Don't expect a warm welcome. Hey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Looks like you're leaving us soon. Aaron wants to join me. What about you? What do you think about enlisting? Me? No. I still have hope I'll get that bus running again. Also, I don't like the attention Skynet's giving you guys. I'd rather stay as far from the line of fire as possible. Patrick, get back here! You better go see what's going on. Na, dann gehen wir mal. Ich bin gerade... Hier haben wir die Leute im Krankenhaus geholfen, oder nicht? Wo bin ich vor Panik weggerannt? Ich weiß es jetzt nicht, weil der gerade da irgendwas meinte mit, es gibt keine gute, warte, keine Begrüßung. Was denn los, Jennifer? Jenny. Jenny. Is everything all right? Patrick's decided that he wants to be a scavenger. And now he won't come out, even though I'm worried sick he'll get stuck. Get back here right now, Patrick! But there's lots of cool stuff in here. You told me it's our job to find stuff for the group. Hmm. Your sister is right. Get back here. It's too dangerous. Genau, böser Patrick. Alright, alright. I'm coming out. Ich habe ganz kurz überlegt, ja. What was that all about just now? I've got a meeting with Commander Barron. I'm leaving soon. Okay. I'm going with you. And don't even try to stop me. Are you sure? What's the matter? Don't they let you boys bring dates? Ja, Dates mit Kindern, super. Ah. Er hätte bestimmt vielleicht was ganz Geiles gefunden. Don't worry, kid. She's just worried about you. But she never lets me do anything. That's what older siblings do. They look out for us. Was your brother like that too? Well, not really. Achso, wir haben nichts mehr zu belabern. Ja, du willst ja aus der Schusslinie bleiben, ne? Haut rein. Die Reise in die Kanalisation. Wir brauchen einen Fertigkeitspunkt. Dann gibt's Laserwaffen. Endlich Laserwaffen. Da kann uns nie jemand anpissen. Oh, Field Commander Barron erklärte sich einverstanden, sich mit mir auf der Baustelle der U-Bahn-Station zu treffen. Ich werde ihr endlich die Nachricht über die Existenz einer neuen Bedrohung überbringen können. Halb Mensch, halb Maschine, von Skynet erschaffen. Die Frage ist nur, wird sie mir glauben? Wahrscheinlich sind wir selber ein Terminator. Looks like we got here first. Programmiert zu denken, dass wir ein Mensch sind. Is everything all right? Hey, mach mal Licht an. Sorry. I probably shouldn't zone out like that with a gun in my hands, huh? Am I making you nervous? Yep. Yeah, a little bit. I guess you should be. I don't have any formal training like you. I never even held a gun until recently. Can I be honest with you? Sure.
There's a reason I decided to come here with you. I want to meet Commander Baron myself. They're here. When I heard that Private Rivers of the non-existent Pacific Division wants, no, needs to have a meeting with me, I thought, oh, what a lucky girl I am. Alter Schwede. But then I started thinking, who is Private Rivers? And why should I treat him as anything other than the deserter he is? So right now I'm hoping you give me a good reason why I shouldn't just skip the court-martial and execute you where you stand. This is bullshit. And who do we have here? A brave scavenger? Rivers, do you always bring unauthorized civilians to fight your battles for you? We would have got to you sooner if you hadn't pulled out all your troops from Pasadena. People died there because of you! And what did you do about it? Did you pick up a gun and fight back? Or did you run like you sewer rats always do? Jennifer's right. There's no need for any of that. Yeah. Today is all about Private Rivers. So what can you tell me that I don't know already? A few weeks ago, the outpost I was stationed at was ambushed by a Terminator, I think. It was half man, half machine. The entire Pacific Division was wiped out by a single enemy. Half man, half machine? What are you talking about? How did your men let an enemy get that close to you? And we didn't know it was a machine. It could walk, talk, bleed, sweat. There was no way to distinguish it as an enemy. It infiltrated us perfectly. This infiltrator, is it still alive? I'm not sure. Okay, for now keep everything to yourself. I don't want any rumors, especially since you only think you saw something. Skynet's coming! We're not done here yet, Rivers. Take this plasma! You're a resistance soldier. Time to act like one. To your positions! Drones! Up there! Yeah. Fire at will! Yeah. Take cover! Don't be shy, Rivers. This is a great time plasma. To Yeah. I think I got one! Das ist eine geile Waffe. More will come. We need to move. Ja, ich muss sammeln. Ich sammle alles. Ich kann doch nichts hier stehen und liegen lassen. Ich muss umgucken. Ich bin Heinrich, der Sammler. Babam, bam, babam. Das ist der Sound, den ich liebe. Warte, warte, ich muss sammeln. Ich muss sammeln. Nicht ohne mich weiterspielen. Hier liegt doch bestimmt noch... Dich hatte ich, oder? Vorsicht, die ganzen Leichen auflösen. Warum kann ich neue Munition machen? Get that door open! What the fuck? What the fall fuck? Back, fall back! Eyes on that door! Also ich muss jetzt dahin, oder was? Oh! Der ist gut. Yeah! Hasta la vista, baby. Go clear! Oh, no, it's not. Ariel! Ach go, du go, Scheiße! Go. Ich muss das noch ganz kurz nehmen! Ich gehe ja schon! Ich bin ja schon weg! Ich bin ja schon weg! Oh, fuck! More metal! Up there! On that balcony! Von wo? Ah, oh, dieser Sound! Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Gib mir ein Ziel. Oh, ich brauche Granaten. Ah, ist ein Täuschkörper. Scheiße. Oh, 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 oh. Warte mal ganz kurz. Scheiße, wie wechsle ich die nochmal aus? Oh. Hm.
Nimm das, du Blechdose. Bist du heilen. Nimm mal ruhig schon mal rein. Shoot those gas canisters! More drones! You with that AK! Take care of them! On it! Ah, lad nach. Oh, da sind gleich zwei. Headshots. Through that balcony. Hasta la vista. I'm all out of ammo. Blechdose. Well, you're a scavenger, aren't you? Find some. Sammelt alles ein. Habe ich noch Inventarplatz? Kann ich hier diese Waffen mitnehmen und auseinanderbauen? Scheiße! Man kann sie bestimmt auseinanderbauen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ah, da. Was Explosives. Nachladen. Nee, Phantasma, komm, wo müssen wir hin? Let's go! You go, can be go, sure go, 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 be go. More. Armored spider ahead! Don't what? Let it get near you! More Terminators! How many? I can't reach! Oh, da ging Beton kaputt. Grenades! One less! Beton geht kaputt! Cool! Keep your position! Fertigkeitspunkt! Die ziehen sich zurück, diese feigen Blechdosen. Let's keep moving! Ja, nicht so schnell moven. Da ist noch einer. Alter, ich baller den Beton dahinter kaputt. Oh, hier liegt Schrott. Fuck, 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 fuck. Ich habe eine Taschenlampe, cool. Hab ich die angemacht? Mach die wieder aus, Junge. Nein, das ist die falsche. Ich wollte die Taschenlampe weghaben. Wie mache ich diese Flashlight wieder aus? F war es nicht. X war es auch nicht. Fuck you. Keine Zeit. Ah, ich habe keine Zeit. Ah, scheiße. Luftunterstützung für den Feind. Ach, hier frisst eine Granate, ihr kleinen Pisser. Muss den Müll aufsammeln. Boah. Haben wir's? Ja, ja, ja. Ich muss hier erstmal gucken. Und sammeln. Was war das für eine Granate? Scheiße, mein Rucksack ist voll. Ah. Hier, Tücher. Braucht keine Sau. Kann ich irgendwas fertig... Ah. Komm, Gegenstand fallen lassen. Das ist eine neue Granate. Will ich mitnehmen. Ich brauche eine Werkbank. Vor allem, wie konnte ich überhaupt diese Plasmawaffe nehmen? Die kann ich doch gar nicht nehmen eigentlich. Ach, jetzt habe ich sie im Inventar. Vorher hatte ich sie nicht drin, weil ich keinen Platz hatte.
Aha, aha. Gut, ich werde trotzdem... Ah, Waffen 3 geht nicht. Ah, komm. Dann machen wir Rucksack. Ich hoffe, wir werden noch so ein, zwei Waffen gleich nochmal finden. Vielleicht können wir die kaputt machen. Und wie geht das verdammte Licht aus? Entschuldigung, ich hab's vergessen. Licht, 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 Steuerung. Das Licht geht mir auf den Sack. Tastaturbelegung. Bin ich blind? Nachladen, zielen. T, ja. Foto machen mit E. Cool, das geht. Immer alles angucken. Oh. This was an ambush. They knew we were coming. How did they know? With the annihilation line getting closer, they must have eavesdropped on our conversation. We're on their radar now. Ah, Jennifer lebt auch. God damn it! They were waiting for us! We're surrounded! Take positions! I got this! Leaving already? Ah, she's daneben. There's too many of them! Hold it! Through here! Come on! Follow her! Wem folgen? Wo folgen? Was folgen? Ah, wir kriegen sie wahrscheinlich nicht platt. Geronimo! Heilen! Ob das Schließen hilft? Ach komm, lass offen. Wir haben noch keine Zeit. Ah, dann hätte man sie auf mich warten. Watch out! Okay, flieh aus dem Gebiet. Vermeide die Lufteinheiten. Ah, we need to help him! Was? Wem? He's was? Dead. Er ist dead, genau. You wanna help someone? Gib mir seine Waffe, gib mir seine Waffe, gib mir seine Waffe. Ah, scheiße, kann sich nehmen. More of them up here! Stay low! Oh, fuck you! Oh, was kommt denn da? Hi! Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ach du Scheiße! Die hauen meinen Beton weg! Ist das schon fast Nahkampf? Oh, ich muss mich heilen. Ich muss mich schon wieder heilen. Diese kleinen Heilpackungen, die halten gar nicht mehr. Ey. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen ganzen Rucksack hinter mir mit, wo man alles sieht, was ich denn trage. Oh, ich kann es endlich mal einsammeln. Oh, 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 oh. Kann sein, dass ich demnächst mal andere... Scheiße. Ah, ich hab keine Zeit, ich hab keine Zeit, ich hab keine Zeit. Ja, Mama, geh ja schon. Ah, fuck you, heilen. Ja, komm, mir bekannt vor. Waren wir schon mal hier? Puh. Warten wir ganz kurz. Munition haben wir noch genug. Okay. Ah, da sind jetzt Slots frei. Den Moment müssen wir uns mal gönnen. Wir können da mehr Schaden einbauen. Kann man nicht. Warum nicht? Das sieht so nach Slots aus. Schade.
Das hätte eigentlich so passend sein müssen. Oder gibt es dafür verschiedenste Waffen? Die hier für Standardwaffen? Keine Ahnung. Dann keine Ahnung, was das ist. Oder vielleicht muss man das auch erst lernen, dass man das machen kann. Na gut. Ja, wir müssen hier mal Punkte reinballern. There's a shortcut that'll get us out of here. We just have to make our way to that industrial building. As soon as that aerial moves, we run. Ja, vermeide die. Immer noch. It's clear. Go! Ich bin schneller. We're getting close. Na, da kommt er auch schon. Fuck, Alter. Ich bin schon extra seitlich gelaufen. Ja, wir haben ja Gott sei Dank da irgendwo ziemlich nah am Anfang da. Genau. Hätte vielleicht mit dem Laufen warten sollen, ne? We're getting close. Ich warte mal. Lauft, Soldaten, lauft! Seid mutig! Oh, das Ganze noch. Da wartet er ja. Fuck deine Mama. Esel. Scheiße. Jacob, get up! Wow, 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 wow. Wohin, wohin, wohin? Ah, wolltest du mich beißen oder so? Kleine Saftsack. Ja, ich gehe ja schon. Scheiße. Run! Ja, ich arbeite da dran. Jennifer, halt die Fresse. Mann, nicht mal in Ruhe kämpfen kann man hier. Geht's nicht weiter. Scheiße. Sektor 2. Thank God you're okay. Save that for later. We're not oh, safe das ist alles? Nur die zwei Damen sind übrig geblieben? We're two. The shelter. Ah, fuck. Ich hoffe, die bauen eine Szene ein mit einem Jeep, wo ich hinten die Waffe steuern kann. Das wäre echt cool. Oh, da hat gerade die das Geräusch gefehlt. Von der Explosion im Hintergrund. Zuflucht des Widerstands. Ich konnte Baron meine Nachricht überbringen, doch Skynet wartete bereits auf uns. Da sich die Vernichtungslinie immer weiter nähert, genießen wir nicht mehr den Luxus, uns unerkannt bewegen zu können. Wir hatten keine andere Wahl, als zur Zuflucht des Widerstands zu laufen. Ja, damit die Folge nicht so lang wird, würde ich sagen, machen wir hier einen Break und
Nächstes Mal geht es weiter. Also liken, kommentieren, abonnieren, unterstützt den Widerstand. Haut rein, bis zum nächsten Mal.